Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht noch ein weiteres Notizchen gibt, dass wir vielleicht wissen, wie Alice am Ende damit umgegangen ist. Alice? Alice meine ich natürlich. Okay, irgendwas plattert hier im Wind. Ach, die Banner da vorne, okay. Gut, hier runter zu springen wäre Selbstmord. Und was sieht, wie sieht's hier aus? Okay, das geht auch nicht. Ach, ich bin ja auch blöd, wir können ja einfach hier rüber. Also die sind auch auf der Suche nach uns. Ist ja nichts Neues, dass wir gejagt werden. Danke. So, wir gehen mal hier durch. Komm nur her. Woher willst du wissen, dass ich das war? Warte mal. Okay, das war unser Bogen und nicht der, und kein Klicker. Oh, verdammt! Mach mal nicht so ein Terz hier. Danke. Gut. Das ist eine gute Idee, Ellie. Eine verdammt gute Idee. Aber erstmal gucken wir uns jetzt mit Ruhe um, weil je mehr wir kriegen, desto besser. Oh, danke. Das hilft auch. Hier gibt es noch Pfeile. Warum so, nochmal. Warum wohl so viele Pfeile hier sind? Gut, die haben wir schon mal gut geschnetzelt und zwar relativ human, will ich schon fast sagen. Also ich habe deutlich mit deutlich schlimmeren gerechnet. Und die beiden Klicker sind uns natürlich jetzt ein bisschen entgegengekommen. Das war gar nicht schlecht, dass die da waren. Ich weiß, das sage ich eigentlich relativ ungerne, weil meistens ist es so, dass die Klicker dir dann ein Bein stellen, sodass du aufs Maul fällst. Ja, aber dieses Mal, muss ich sagen, haben sie uns doch ganz schön geholfen. Weil wir konnten einen abstechen, ohne dass sie uns bemerkt haben. Beziehungsweise nach dem ersten haben sie uns ja erst bemerkt. Das war gar nicht schlecht. Octopus Records. Okay, dann wollen wir mal weitergehen. Toilette. Okay, aufs WC kommen wir nicht. Oh. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Oh Mann, ey. Drei Stück sehe ich da unten. Plus die, die ich nicht sehe. Da ist eine Möglichkeit. Aber wir folgen jetzt erstmal der Blutspur.
Guck mal da. Derjenige, dem der Arm amputiert wurde. Luftschachtaufzeichnungsgerät. Also, halten wir fest, wenn man es amputiert, dann kann man überleben. Man kann. Man muss nicht, man kann. Und ich meine, da ist der, naja, nicht mehr der lebende Beweis, aber der ehemalig lebende Beweis. Wenn man die Wunde danach amputiert, beziehungsweise die verletzte Stelle, okay, Ellie, ganz vorsichtig, nicht rutschen. Also, wenn man es amputiert, dann kann man das vielleicht überleben. Das ist schon mal cool und gut zu wissen. Gut, das kommt mir natürlich zugute. Ich meine, wofür sind Steine denn sonst da? Alter, du bist alleine. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Und sie haben ihn. Idioten. Wahrscheinlich ja. Also ist natürlich jetzt die Frage, wovon? Von Infizierten oder von den Huntern? Oder Hunters, wie sie sich auch immer nennen, egal. Von denen wird es mit Sicherheit noch ein paar mehr geben, obwohl von beiden. Das wissen wir ja.
Wir haben die Kampagne gespielt. Oder die Hauptstory, so nenne ich es mal. Und Left Behind ist ja jetzt ja das Add-on oder das Spin-off. So nenne ich es, glaube ich mal. Das Spin-off zu The Last of Us. Und oh, danke. Oh, danke. Nein. Na egal. Ich wollte eigentlich den Stein behalten. So. Ich bin hier noch nicht fertig mit Clown. Mit Borgen. Obwohl. Oh ja, das sieht ja nicht so gut aus. Der hat's nicht überlebt. Der hat's auch zum Glück nicht überlebt. Gut, ich glaube, das war die richtige Taktik, die wir gewählt haben. Okay, der Bogen ist voll, mehr können wir nicht tragen. Smith. Die 47. Danke. So. Also ich hätte jetzt auch die Infizierten erst killen können, aber dann wären die alle nachgekommen. Und ich sag mal so, wenn die mir die Arbeit abnehmen, dann ist das nur gut für mich. Ganz ehrlich. Hier liegen noch. Oh. Keine Steine, aber immerhin. Ich habe jetzt erst gedacht, das sind Steine. Kommt man hier rein? Nein. Naja. So, da drüben ist Joel drinne. Naja, wir werden einen Weg finden, auf jeden Fall. Da oben drüber. Oh, Alkohol haben wir genug. Danke, danke, danke. Okay, ich höre schon wieder wen. Da hinten sind vier Infizierte. Ja, wäre gar nicht schlecht, wenn die Hunter wieder hier reinkommen. Und ich sie praktisch als, ja, Lockmittel benutzen kann. Okay, sie kommen hier rein. Wir warten einfach ab. Die werden die Infizierten finden, mit Sicherheit. Ich gehe hier lang. Ausschwärmen. Boah, was ist der denn für eine tiefe Stimme? Alter. Komm raus, du Feigling. Oh Mist. Bringt euch um, ihr Arschlöcher. Gut, einen haben sie tot. Gib mir Deckung, ich geh ran. Tja, man sollte halt nicht so laut sein. Wir gucken uns das einfach von hier an. Oh, der Klicker hat jemanden. Ne, doch nicht. Er rennt dran vorbei. Und der ist auch tot hier vorne. Zu zweit kommen die drauf. Ja, der ist tot. Und den da hinten haben sie auch. Und jetzt würde ich sagen, ein Molotow ist gar nicht verkehrt. Yeah.
Ja, kommt nur alle hier hin. Müsste er nicht verbrennen?